Huhu, ihr Lieben da draußen. Hier ist die Andrea vom Liebeskartenblick von andreawirk.com. Heute wieder mit einem Auswahlorakel, an dem jeder mitmachen darf, der mitmachen möchte, wenn er mit dem Thema konform geht, egal in welcher Situation er erstmal ist. Ja, das ist, spiegelt sich dann in der Legung wieder oder auch nicht. ja, wenn er mit dem Thema konform geht. Und das Thema heute ist sehr speziell. Kann sein, dass da nicht jeder mit was anfangen kann. Es geht um die Schwingungen. Die Schwingungen in deiner Liebesgeschichte und die Schwingungen, die dein Gegenüber hat und die Schwingungen, die du hast. Und sind die Schwingungen kompatibel oder können sie synchron laufen oder laufen sie vielleicht synchron? Haben sie sich vielleicht auch schon synchronisiert? Das schauen wir uns an. Das ist jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, bewusster das Ganze, diese Legung. Also es gibt vielleicht Menschen, die mit Schwingungen nichts anfangen können oder mit Energien. Es ist aber so, dass jeder hat seine eigene Schwingung. Jeder ist spielt mit den Ebenen der Bewusstheit oder auch der Nichtbewusstheit. Für mich ist das Leben ein Spiel. Das ist meine Weltanschauung. Und ich bin hier, mein Sein ist hier, um Mensch zu spielen. Und es spielt halt auf verschiedenen Ebenen. Und manche Menschen, so nennt sich das hier in der Menschheit, sagen wir es mal so, gehen jetzt so den Bewusstwerdungsweg und sind vielleicht auf einer Ebene, wo man sich Dinge bewusster macht. Und es gibt aber auch Menschen, die sind auf Ebenen, die eben noch in den alten Strukturen hängen, weiß ich nicht, die man eben so angelernt bekommt. Ich beurteile das nicht. Jeder spielt sein Spiel und alles ist immer richtig. Also es ist nichts für mich, das habe ich auch schon öfters gesagt, das war aber, glaube ich, in meinem anderen Kanal. Es läuft parallel. Es ist nicht so, dass man der eine höher steht und der andere niedriger, nur weil einer jetzt vielleicht in Anführungsstrichen bewusster lebt und der andere eben noch in seiner Enge lebt, in Anführungsstrichen. Beides ist richtig, also es ist alles parallel. Man kann von einer Ebene in die andere hüpfen sozusagen. Ja, so, das ist meine Wahrnehmung und das nehmen auch einige andere Menschen so wahr, nicht jeder, aber ich will das einfach nur erklären, damit man versteht, um was es jetzt hier geht. Es geht hier nicht um eine Be- oder Fehlurteilung, wenn der eine so schwingt und der andere so schwingt, sondern es geht darum zu gucken, ich schwinge so, strahle diese Schwingung aus und mein Gegenüber diese. Und warum ist es jetzt so, dass wir uns überhaupt treffen, wenn die Schwingungen gar nicht wirklich kompatibel sind? Manchmal synchronisieren sie sich, weil man spielen will. Und dann will man vielleicht ein Spiel spielen, was eben nicht so toll ist, sich so toll anfühlt auf der Menschenebene. Ja? Genau. Und das gucken wir uns an. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt verstanden. Ich denke, einige, also ich habe ja sehr viele Follower, die auch das verstehen, was ich hier sage. Einige vielleicht nicht, aber gut, dann ist es vielleicht auch nicht ihre Legung oder guckt einfach rein. Vielleicht könnt ihr ja doch irgendwas mitnehmen und vielleicht lernt ihr auch noch was und habt jetzt Bock, auf eine andere Ebene zu gehen, kann ja auch sein. Genau. Also ich habe dazu heute auch drei Crazy Decks. Das sind sehr, sehr, sehr andere Decks. Alles Tarot-Decks, aber sehr abstrakt. Hier habe ich das Voyager-Tarot. Hier habe ich das, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es heißt, Intuiti-Tarot. Das ist so ein bisschen an die Gestalttherapie angelehnt. Und das Tattvas-Tarot. Da geht es um die Tattvas. Wobei Tattvas, damit kenne ich mich gar nicht aus. Also 1, 2 oder 3. Du darfst dich jetzt entscheiden, welchen Stapel du gerne möchtest, um zu schauen, wie alles so schwingt in deiner Liebesgeschichte. So könnte man das jetzt formulieren. Wie immer mache ich Timesteps. Wie immer, das heißt Zeitmarkierungen. Also ich verlinke jede einzelnen Stapel. Du kannst hin und her switchen. Und wie immer verlinke ich unten auch die Decks, die ich verwende, wenn einer Interesse hat zu wissen, welches Deck das jetzt ist. Hier stimmt es heute etwas. Also nicht wundern, wenn hier es wackelt oder wenn irgendwelche merkwürdigen Geräusche sind in meinem Wohnmobil. Ja. Okay, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Experiment an, weil das habe ich nämlich auch noch nie gemacht. Deswegen kann es sein, dass, ich weiß noch gar nicht, was da jetzt rauskommt. Genau.
Ja, ihr Lieben, vom ersten Stapel, was riesengroß ist, was Orakelkartengröße hat, und zwar ist das das Voyager Tarot, ein älteres Deck, was auch ein bisschen anders ist als normales Tarot gelesen wird. Die, die sich mit Tarot auskennen, nicht wundern. Fragen wir das Voyager Tarot jetzt mal nach den Energien. Und zwar, ich lege erstmal dein Gegenüber, dann lege ich die, nee, fangen wir mit der Verbindung an, so, und dann das Gegenüber und dann dich und gucken einfach, was ich danach noch lege, ne? Also ich gucke mir das dann erstmal an und dann gucken wir weiter. So, wie ist denn jetzt die Schwingungen in der Liebesgeschichte, liebes Voyager-Orakel? Das lässt sich wirklich nicht gut mischen. Wie immer ist es so, dass du natürlich genau hinspüren solltest, ist es deine Schwingung, ist es deine Energie, kannst du mit dieser Legung in Resonanz gehen? Und also das ist jetzt hier das wie heißt denn das? Eure Verbindung. Und wenn du nicht hier mit in Resonanz gehen kannst, wenn du merkst, du kannst hier überhaupt nichts rausholen, dann leg bitte die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Genau. Ich glaube, wir kriegen das jetzt hier gar nicht auf meine Kamera, weil die Karten so riesig sind. Ich muss jetzt gucken, wie ich das lege. Ja. Oder geht's drauf? Es geht sogar drauf. Vielleicht lege ich es nachher auch noch anders. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt. Ich habe das ja, wie gesagt, überhaupt noch nicht durchgeplant hier. Ich mache ja immer alles intuitiv. Fangen wir mal mit, das ist die Verbindung. Fangen wir mal mit eurer Verbindung an. Wie schwingt denn eure Verbindung? Eure Verbindung schwingt mit der 3 der Stäbe und dem Tod. Es ist in einer Schwingung der, wie soll ich sagen, es schwingt eigentlich synchron, würde ich sagen. Eigentlich schwingt eure Verbindung synchron, aber auch wiederum nicht mit dem Tod, weil der Tod ist ja eine Karte, da geht es darum zu gucken, ja, lässt man das Alte wirklich auch hinter sich. Also wir gucken jetzt noch, was bei euch los ist. Es kann sein, dass einer das Alte nicht hinter sich lässt und dann schwingt es im Prinzip nicht synchron. Ja, gucken wir bei deinem Gegenüber. Also wenn du jetzt merkst, das ist nicht dein Gegenüber, sondern das bist du und das ist dein Gegenüber, dann switch bitte um. Ich lese es jetzt so, dass das dein Gegenüber ist. Hier haben wir die 6 der Welten. Das ist die 6 der Münzen und die 8 der Kristalle. Das ist die 8 der Schwerter. Und dein Gegenüber spürt also er schwingt, seine Schwingung ist so, er möchte mit dir synchronisieren mit der 6 der Welten. Ja, er ist mit dir auf Augenhöhe im Prinzip und möchte mit dir synchronisieren. Aber mit der 8 der Kristalle, ist es so, dass er. Muss ich gerade mal drüber nachdenken, Leute. Ja, sorry, ich musste erst mal überlegen, was Synthesis heißt, weil die haben ja auch Keywords. Also dein Gegenüber schwingt, hat sich auf alle Fälle auf dich eingeschwungen, beziehungsweise er schwingt mit dir, aber er darf noch ein paar Dinge synchronisieren, die vielleicht eben hier auch mit diesem Tod, mit dieser Todenergie zu tun haben, ja? Dann haben wir noch dich. Wir haben hier den Mann der Kelche, der hier der Surfer ist übrigens. Sehr geil. Und wir haben die Frau der Welten. Also du bist auf alle Fälle, ja, du bist auf alle Fälle auch sehr auf ihn eingeschwungen. Also ich habe das Gefühl, in dieser Verbindung ist ein großes Potenzial der Synchronisation auf der gleichen Ebene. Also man kann sich ja auch synchronisieren und ist nicht auf der gleichen Ebene. Und dann ist es eben so, dass es dann ein bisschen Hickhack gibt. Aber hier scheint es mir so, die Synchronisation der Schwingungen, die ihr so aussendet, die Energien, die ihr so aussendet, die haben hier ein Riesenpotenzial mit der 3 der Stäbe und auch dem Tod.
Aber er, dein Gegenüber, ist dann noch, ja, er darf eben noch, wenn ich jetzt nicht von der Schwingung ausgehe, sondern vom Menschlichen, er hat noch was Mentales zu bearbeiten. Ja, er ist noch nicht, also er schwingt zwar schon von der Schwingung her, aber vom Menschsein her, also vom Menschenverstand her, ist er noch so ein bisschen, noch, hat er sich noch nicht aus seinen alten Mustern gewoben, sage ich mal. Aber hier in dieser Geschichte ist ein sehr, sehr großes Potenzial und die Schwingungen sind auf der gleichen Ebene, fast auf der gleichen Ebene, würde ich sagen. Also wie gesagt, es darf noch ein bisschen, bedarf noch ein bisschen Arbeit auf der Menschenebene, also auf dem Verstandesebene von dieser Person, die ich jetzt ja als dein Gegenüber deklariert habe. Ich lege jetzt nochmal das Potenzial nochmal konkret oder was ja so Potenzial, Tendenz, wie auch immer man das nennt. Oder auf was noch zu achten ist oder wie auch immer. Wir werden sehen, was hier kommt. Fünf der Welten. Ich habe gehofft, dass die nicht kommen, weil ich weiß gerade nicht mehr, was Setback heißt. Fünf der Welten. Die acht der Stäbe. Und die fünf der Kelche. Hier ist auch so ein Gemisch. Also, ich finde es übrigens interessant, die Energie hier von der sechs der Welten. Hier sind alle Planeten miteinander vereint. Ja, das ist also wirklich die Synchronisierung des Universums bei deinem Gegenüber. Aber er hat im menschlichen Verstand hat er noch so seine Lücken. Jetzt muss ich leider mal ins Buch gucken, weil ich nicht weiß, was Setback heißt. Aber ich habe mir das wahrscheinlich hier auch nicht übersetzt. Ich verwende hier auch immer ganz gern noch die Keywords. Warte, warte mal, ich muss nochmal stoppen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich würde das so wie Rückfall oder deuten jetzt erstmal. Aber ich kann das Wort gerne auch hier unten nochmal reinschreiben. Fakt ist aber, die Energie hier ist so, dass die Tendenz schon ist, dass eure Verbindung harmonisch gelebt werden kann. In einer synchronisierten Schwingung, die auf der gleichen Ebene ist. Aber man darf aufpassen, dass man nicht wieder zurückfällt, wenn von außen irgendwas einströmt auf diese Verbindung. Und das ist, kann, ja, kann, also hier wird es halt ein bisschen dargestellt, es ist eigentlich alles schön und in Ordnung und man hat toll die Welten hier und alles ist schön. Und dann kommt der Hurrikan und macht alles durcheinander. Also und es können dann eben auch die Gefühle sein, die das Ganze durcheinander bringen. Also hier ist eine kleine Warnung, die ich gerne noch mitgebe. Aufzupassen, was von außen reinkommt in eure Verbindung, beziehungsweise zu dir oder auch zu ihm, deinem Gegenüber. Also nicht nur an Worten, sondern auch an Schwingungen, an Energien, wobei Worte natürlich auch Energien sind. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, was willst denn du mit dem Typ da oder mit der Typin? Oder wenn jemand sagt, also wenn ihr so von außen so, und wenn ihr vielleicht von außen nicht akzeptiert werdet oder was auch immer, ja, weil der Altersunterschied zu groß ist oder weil die Kultur nicht stimmt oder weil irgendwas nicht stimmt, was eben nicht in das normale Konzept passt, dann lasst euch da nicht verwirren. Lasst euch nicht emotional verwirren, weil das könnte passieren, dass dann die Verbindung wieder in eine Schwingung kommt, die nicht synchronisiert ist, beziehungsweise die schon synchronisiert ist, aber wo vielleicht dein Gegenüber dann auch wieder einen Rückzug macht. Ja, weil er hier sowieso noch so ein bisschen in der Verstandesebene ist. Bei dir ist es so, du bist eigentlich wirklich im Flow, ja, hier mit dem Surfer. Und du bist jemand, der das Ganze auch nährt und der sich auch bewusst ist, diese Qualität dieser Verbindung, ja, und auch diese Schwingung, diese wirklich wundervolle Schwingung, die diese Verbindung hat, die nämlich wirklich in den Flow kommen kann. Wenn man aus dem Modus des alten Verstandes und der Glaubensmuster, die man so angelernt bekommen hat, rausgeht. Und da hat er halt noch ein Thema. Und es könnte sein, dass in der Tendenz jetzt, wenn diese Verbindung, vielleicht lebt er ja auch schon diese Verbindung, kann ja sein, die kann halt wirklich noch
in eine wundervolle Harmonie gebracht werden. Aber die Schwierigkeit ist eben, dass man sich nicht von außen beeinflussen lässt. Nicht von den Energien und Schwingungen von außen, sondern dass man in der Schwingung der eigenen Energie und Schwingung bleibt und auch in der eigenen Energie und Schwingung der Verbindung und sich nicht von außen beeinflussen lässt. Dann hat diese Verbindung eine wundervolle Chance, wirklich harmonisch und synchronisiert. Also wie man sich einfach auch, wenn ich es jetzt platt ausdrücke, wie man sich eine Seelenverbindung wünscht, ja, synchronisiert, wie eine Symbiose, was weiß ich, wie man das halt leben will, keine Ahnung, aber halt wirklich auch harmonisch gelebt werden. Ja, okay, langer Satz. So, jetzt haben wir hier noch ein anderes Deck von dem gleichen Autor. Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder eine Karte, wo ich nochmal ins Buch gucken muss. Ich verwende den nicht so oft und manchmal verstehe ich nicht, was er da mit den Karten sagen will. Obwohl hier die war sehr deutlich und mich hat nur die Synthesis da bei der 8 der Kristalle ein bisschen irritiert. So, was will uns denn das Deck noch sagen? Gibt es hier noch irgendeinen Hinweis? Noch eine? Was haben wir hier? Joy! Leaping Lemon, das ist irgendwie so ein Tier, hier geht es um die Freude, das ist doch schon mal schön. Wir haben den Winter mit der Contraction, mit dem Zusammenziehen, ja, interessant. Und wir haben den Flow, guck dir mal an. Wir haben den Server und den Flow. Also Leute, von Stapel Nummer 1, diese Verbindung schwingt wirklich wunderbar, wenn ihr im Flow bleibt, wenn ihr euch nicht von außen beeinflussen lasst, egal um was es geht, die Energien sind immer wichtig. Manchmal sagt jemand auch gar nichts, sondern man spürt nur, hier ist es kalt, hier zieht sich alles zusammen. Also lasst euch nicht von den Energien und Schwingungen von außen beeinflussen, bleibt in eurem Flow und geht in die Freude eurer Verbindung. Und dann kann das wirklich wunderbar werden. Und hier die 3 der Stäbe ist ja eigentlich auch eine Karte für mich, die sagt, hier ist eine Basis. Und hier ist auch eine Zukunft, wenn ihr eben das lebt, was das Alte aus dem Alten rausgeht und das Neue lebt. Und das, damit hat dieser Mensch dein Gegenüber noch so ein Thema. Aber es ist ein wundervolles Potenzial. Die Schwingungen sind toll, die Energien sind toll. Hier kann was draus werden oder vielleicht ist ja auch schon was Tolles da, wer weiß. Lasst euch nicht von außen, von den Energien von außen beeinflussen. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, das ist die Legung. Ja. Spür bitte hinein, ob du hiermit irgendwas anfangen kannst. ob das deine Schwingung, deine Energie ist. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich. Wenn nein, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, dann darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. Meine Webseite ist andreawirk.com. Da findest du meine Telefonnummer, meine Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer und du darfst mich gerne über eine von diesen anschreiben. Nicht anrufen, anschreiben. Ja, ganz wichtig. Und ja, Leute, ich kann euch nur sagen vom Stapel Nummer 1, ich bin begeistert von der Schwingung und der Energie hier. Ich kann euch nur alles Liebe wünschen. Bleibt stark, bleibt im Flow und danke euch fürs Mitmachen. Tschüss. Ihr Lieben vom zweiten Stapel, das ist jetzt das Intuiti-Tarot. das ist ein Gestalt-Deck, so abgewandelt von der Gestalttherapie, aber ich lese es natürlich sehr intuitiv, das heißt ja auch Intuiti. Also fragen wir mal das Intuiti-Tarot, wie das mit den Schwingungen ist in deiner Liebesgeschichte. Ich lege für die Liebesgeschichte, für dein Gegenüber und für dich. Und dann gucken wir weiter, was wir noch legen. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, liebes Deck, wie ist denn die Schwingung in der Liebesgeschichte vom Stapel Nummer 2. Du solltest jetzt natürlich deine Liebesgeschichte reinbringen und genau hineinspüren, ob es mit dir schwingt oder nicht, ob das deine Energie ist
oder nicht, oder beziehungsweise die deiner Liebesgeschichte. Und ja, wenn es dann nicht so ist, dann leg die Legung bitte weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Das muss man immer wieder betonen. Ich weiß noch nicht, welche Karte hier raus. Hier will gar keine mehr raus. Die will raus. So. Oh, die sieht man hier gar nicht so richtig. Fangen wir mal mit eurer Verbindung an. Wir haben hier den Herrscher. Ich kann eigentlich hier ein bisschen runter. Die Karten sind nicht mehr so, sind ja nicht so groß wie die von vorhin. Die waren nämlich riesig. Und das Ass der Kelche. Wow. Also hier schwingt es ein bisschen. Also hier schwingt auf alle Fälle. Hier ist eine, ja, hier ist schon auch eine Synchronisation, würde ich sagen. Aber ja, hier ist eine Synchronisation. Auf alle Fälle. Wir gucken mal weiter. Wir haben, was ist denn das? Ich kann die 6 der Münzen. Auch hier, das ist ja interessant. Und die 3. Oh, weiß, ich glaube, ich brauche echt eine Lesebrille. Die drei der Schwerter. Interessant. So ähnlich hatten wir das auch schon in der ersten Legung. Also dein Gegenüber schwingt auf alle Fälle mit dir. Er möchte mit dir schwingen. Er schwingt auf deiner Ebene ein Stück weit. Ich hatte ja vorhin erzählt, die Ebenen sind alle parallel. Manche Menschen spielen aber eher noch das Menschenspiel, also das sehr eingeboxte Menschenspiel, sagen wir mal, in Glaubensmuster, die man angelernt bekommen hat. Und manche Menschen sind eben bewusster und leben das Spiel etwas anders. Ich nenne es mal bewusster. Aber dein Gegenüber schwingt schon auch auf deiner Ebene, aber... Oder er möchte auf deiner Ebene schwingen. Er schafft es aber noch nicht so ganz mit der 3 der Schwerter hier. Also er auch hier ist so eine Energie, ja, ich will schwingen, ich will schwingen, ich will mit dir schwingen auf einer Ebene, aber ich fühle mich nicht gleichwertig. Er fühlt sich nicht gleichwertig, obwohl wir ja alle gleich sind, egal auf welcher Ebene wir sind. Weil die Ebenen sind ja auch parallel, ja. Aber hier ist noch so eine, das ist vielleicht auch so diese Enge, die ich hier so ein bisschen beim Herrscher auch spüre. Im Prinzip fließt eure Liebesgeschichte, im Prinzip fließt auch die Energie, aber hier ist noch so eine, wobei den Herrscher kann man auch so deuten, dass sie in die irdische Welt geschwingt werden möchte, ja, geschwungen werden möchte. Was haben wir bei dir? Wir haben den Ritter, der... Den Ritter der, sorry Leute, ich muss immer auf die Zahl gucken. Den Ritter der, wie heißt es denn, der Münzen. Und wir haben die 4 der Münzen. Auch hier, es ist interessant. Hier ist, ihr schwingt beide noch sehr auf der sehr irdischen Ebene. Ihr schwingt beide noch sehr auf der sehr materiellen Ebene. Was aber auch bedeuten kann, dass man eben noch sehr in alten Strukturen festhängt, was aber jetzt okay ist, weil ihr beide ja ähnlich schwingt. Ihr habt beide hier doch, hier ist sehr viel, auch hier mit dem Herrscher, hier ist sehr viel irdische Energie, sage ich mal, die noch so das alte Konzept hat. Und deswegen seid ihr eigentlich auch synchron, aber dann frage ich mich, warum hier jetzt diese 3 der Schwerter ist. Da brauchen wir noch eine Klärungskarte, Leute. Vielleicht kann er einfach sein, ja, vielleicht schwingt er mit dir, kann sich aber noch nicht so ganz, vielleicht hackt der Verstand immer noch rein wegen irgendwas. Was auch immer. Das wollen wir jetzt mal abfragen. Warum? Wir haben ja die 3 der Stäbe und die Königin der Stäbe. Also gut, jetzt ist es klar. Dein Gegenüber möchte eigentlich, also diese Verbindung ist scheinbar sehr festgefahren von der Energie, ja? Und dein Gegenüber möchte eigentlich diese Verbindung feurig leben, mit einer feurigen Schwingung.
mit einer feurigen Energie. Und er möchte mit dir auch was aufbauen. Also das ist so die Energie, in der er ist. Und es könnte sein, dass es, also ich würde jetzt sagen, zu 80% sind hier Menschen, die sich noch nicht mit in einer festen Beziehung befinden, auch wenn hier der Herrscher ist. Aber, Moment, sorry, es war gerade was hier mit einem Hund. Also, ich habe so das Gefühl, deine Schwingung ist sehr eng. Seine Schwingung ist weiter. Auch gerade hier so mit der 6 der Münzen. Ja, er ist irgendwie weiter. Und auch hier mit der 3 der Stäbe und der Königin der Stäbe. Ja, er ist weiter in seiner Energie als du. Du hängst noch sehr in Mustern fest und er nicht. Und er möchte eigentlich, dass diese Liebesverbindung fließt. Weil wir haben hier zwei Gegensätze. Wir haben hier die Kontrolle auf der einen Seite und wir haben hier aber auch die Schwingung des Flows, ja. Und die Verbindung ist gerade in einer Phase, wo die Energie gar nicht fließen kann, weil zu sehr kontrolliert wird. Und der kontrollierende Part bist eher du. Also von daher ist sie eigentlich nicht wirklich synchronisiert. Also sie ist so halb synchronisiert. Er ist auch noch sehr in der Materie von seiner Energie her, aber er möchte sich weiten. Er möchte, dass die Verbindung fließt, dass sie sich synchronisiert auf der gleichen Ebene. Aber du bist noch sehr, sehr eng in deinen Mustern und du kannst gar nicht die Energie fließen lassen, dass sie sich auch so synchronisiert, dass die Liebesgeschichte fließt. Weil du in diesen engen Mustern des Menschseins hängst, nenne ich es jetzt mal. Also das sind Glaubensmuster, das sind irdische Muster, materielle Muster. Ja, vielleicht bist du ein Mensch, der will unbedingt eine feste Beziehung als feste Beziehung deklariert haben oder der will unbedingt heiraten oder der will unbedingt mit jemandem zusammenziehen. Aber das braucht man in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Diese Bestätigung, das ist jetzt eine feste Beziehung oder ich will dich heiraten oder ich will mit dir Kinder kriegen, braucht man eigentlich nicht. Man kann es machen, man braucht es aber nicht. Und er möchte neue Wege gehen. Er möchte die Liebesverbindung auf eine neue Art und Weise leben, nicht in dieser alten Struktur, so kommt mir das vor. Und deswegen schwingt ihr eigentlich nicht synchron, aber irgendwie auch schon wieder doch, weil er ist auch noch, er ist noch so ein bisschen, der hat noch so einen Fuß in dieser Ebene, in der du drin bist. Ja, er ist mit einem Fuß in der einen Ebene und mit dem anderen Fuß in der anderen. Und deswegen sind hier auch so gegensätzliche Karten. Von der Energie her, ja, von der Schwingung her. Auch hier gucken wir jetzt nochmal nach der Tendenz. Sorry, wenn ich mich jetzt so ein bisschen, es ist vielleicht ein bisschen verwirrend, was ich jetzt so sage. Aber man kann sich ja auch mal dem öffnen und versuchen es zu verstehen, wenn man es nicht versteht. So, jetzt fragen wir nochmal nach dem Potenzial oder nach der Tendenz. Also es kann sich hier schon auch um eine feste Beziehung handeln, die jetzt halt sehr, 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 sehr in einem festgefahrenen Konstrukt gelebt wird und dein Gegenüber möchte eigentlich diese Verbindung weiterleben, freier. Also freier im Sinne von aus diesen Werten rausgehen, aus diesen alten Werten, genau. Wir haben hier die 5 der Stäbe, die 2 der, der Ritter der Schwerter, sorry Leute, und der Bube der Münzen. Interessant. Also das Potenzial ist so, dass diese Verbindung wirklich nur konstruktiv gelebt werden kann. Also konstruktiv meine ich synchronisiert auf der gleichen Ebene, ohne dass es viel Leid und Tränen und ich weiß nicht was Spielchen gibt. Kann nur konstruktiv gelebt werden, wenn ihr euch öffnet oder wenn du dich öffnest. Er will sich ja eigentlich öffnen. Er will sich ja öffnen, deswegen schmerzt es so für ihn, wenn ihr euch öffnet. Nur dann geht das. Wenn du dich nicht öffnest,
dann könnt ihr nicht synchron, könnt ihr euch schon synchronisieren, aber die Synchronisation ist nicht ausbalanciert. Also die ist nicht auf, ihr seid da nicht auf der gleichen Ebene. Und es braucht, es, ihr könnt euch durchaus auch Zeit lassen, weil das ist eine Lernphase. Das ist im Prinzip jetzt eine Lernphase für beide Parteien, aber für dich, also für denjenigen, der hier liegt, du, wenn du natürlich glaubst, du bist das, dann kannst du das jetzt umdrehen. Für denjenigen, der hier liegt, ist es noch schwieriger. Aber es ist eine Lernphase. Ihr seid in einer Lernphase, eure Liebesverbindung noch viel mehr in den Flow zu bringen, raus aus diesem engen Konstrukt, was man kennt, und dann kann sie auch friedlich gelebt werden. Ah nee, das ist ja gar nicht die zwei der Schwerter, das ist der Ritter der Schwerter. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass der Verstand immer wieder querschießt, ne? Und ihr solltet euch zentrieren. Dieser Ritter der Schwerter ist hochinteressant. Ihr solltet euch zentrieren auf euch selbst. Und dann das, was in euch ist, nach außen weben. Also nicht das, was im Außen ist, nach innen weben und wieder nach außen. Also das, was man aufgedrückt bekommt, was normal ist oder was die Norm ist und dann wieder nach außen, sondern das, was du drin, in dir drin fühlst, hier auch rauslassen. Ja, ganz, ganz wichtig. Und dann hat diese Verbindung eine sehr große Chance, konstruktiv gelebt zu werden. Und dieser Bube der Münzen ist unheimlich schön, weil das zeigt auch so ein bisschen eine Verbindung auf. Ja, man kann die dann zusammen leben und synchronisieren, aber jeder bleibt er selbst. Man vermischt sich nicht. Man kann trotzdem fließen. Finde ich auch wieder schön. Ist zwar jetzt nicht unbedingt die Aussage von einem Buben der Münzen, aber in diesem Deck ist ja alles erlaubt. Das Deck ist ein Gestalttherapie-Deck. Genau. So. Dann wollen wir mal die Zahlenkarten noch mal fragen, ob hier noch eine Zahl rausspringt. Da muss ich dann aber mein Büchlein zur Hand nehmen. Das Deck verwende ich auch nicht so häufig. Wenn eine raus will, wenn nicht, legen wir eine andere. Was haben wir denn noch für einen Input? Die 7. Ich weiß aber nicht, ob das die übertriebene 7, die Hemmung 7 oder die. Noch eine Karte? Nein. Mal gucken, ob noch eine raus will. Ich mag ja immer gerne drei Karten, Leute. Na komm schon. Will noch eine raus, noch eine Runde. Oh, das waren jetzt aber zwei. Dann nehmen wir die hier nicht. Oder doch? Naja, dann nehmen wir halt vier Karten. Ist jetzt auch egal. Wir haben die 7. Ich glaube, das ist die Übertreibung, bin mir aber nicht sicher. Es gibt immer von jeder Zahl drei Karten: Übertreibung, Hemmung und das andere weiß ich nicht mehr. Lösung. Wir haben die 6. Das ist bestimmt auch die Hemmung, könnte ich mir vorstellen. Die 5 ist die Übertreibung und die 0 ist die Hemmung. Mal gucken. Ich muss da jetzt mal genauer hingucken, Leute. Das ist jetzt interessant. Also die 7 ist die Lösung und die 7 ist natürlich auch eine sehr heilige Zahl. Also das ist die Verbindung von allem, also die Integration von allem. Körper, Geist, Seele, hier ist alles miteinander vereint. Also die Verbindung kann wirklich auch in einer Synchronisation gelebt werden. Aber wir haben hier Karten, die sagen, wir haben ja die 6. Mit der Hemmung, also das ist die 6 als Hemmung. Und hier wird so ein bisschen dargestellt, dass es im Moment gar nicht möglich ist, diese Synchronisation zu machen, weil man selbst noch destruktiv mit sich selbst ist. Auch die 5 hier, das ist die Übertreibung der 5. Hier geht es darum, dass man raus will. Man will raus, ja, man will raus aus dieser Enge, aber man hat vielleicht auch Angst, sich zu binden oder vielleicht sagt auch die Karte, dass ihr euch Zeit lassen solltet, dass erstmal jeder hier mit der 6 bei sich selber gucken sollte, weil im Moment ist es gar nicht möglich, diese
Verbindung irdisch zu leben oder konstruktiv irdisch zu leben, weil jeder muss erstmal, sollte erstmal bei sich selbst gucken. Und dann kann man eventuell tatsächlich auch in Ruhe und das Ganze konstruktiv leben. Aber wenn ihr das jetzt schnell macht, wenn ihr schnell aufeinander zugeht und schnell das Ganze, weiß ich nicht, wenn ihr jetzt noch nicht zusammen seid, dann zusammenkommt und weiß ich nicht und alles viel zu schnell geht, dann kann das Ganze sehr destruktiv werden. Es ist wichtig, dass ihr euch erstmal bei euch selber guckt, was da los ist. Und es ist wichtig hier mit der Null, das ist die Übertreibung auch, genauso wie hier, aber da kommt ist die Übertreibung so, dass das von außen nach innen geht. Also lasst euch nicht, was ich hier schon gesagt habe, lasst euch nicht von außen beeinflussen. Guckt erstmal bei euch selbst, was wollt ihr, wer seid ihr, wie schwingt ihr, was wollt ihr überhaupt schwingen und wie wollt ihr leben? Vielleicht willst du ja gar nicht aus deiner Box raus, sage ich jetzt mal. Ja, vielleicht willst du das gar nicht, dann ist das nicht der richtige Partner für dich. Das solltest du erstmal hingucken. Vielleicht willst du ja in den Mustern bleiben, in denen du noch steckst. Vielleicht willst du dich gar nicht verändern. Dann, das ist auch legitim. Dann ist das aber nicht der richtige Partner. Ja? Wenn dir aber klar ist, dass du das leben willst und dass du dich auch weiden willst, dann mach das langsam und achtet nicht auf das Außen. Ganz wichtig. Also diese Verbindung hat Potenzial, aber eben, hier sind diese ganzen Ausrufungszeichen, auf die geachtet werden dürfen. Ja? Okay. 17 Minuten. Ich glaube, ich mache mal Schluss. Dabei habe ich gar nicht so viele Karten gelegt. Ja, spür hinein, ob das deine Schwingung, deine Energie ist und ob du hier was rausholen kannst. Wenn ja, dann freue ich mich. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, dann darfst du mich natürlich gerne anschreiben oder beziehungsweise kontaktieren. andreawirk.com. Das ist meine Webseite, da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. Und du darfst mich dann über eine von diesen gerne anschreiben oder auch mit Sprachnachricht ansprechen, aber nicht anrufen. Genau, ich freue mich über jede Anfrage, genau. So, ich danke dir, dass du hier mitgemacht hast und ich hoffe, ja, wenn du hier mit konform gehst, dass du dir das ein bisschen verinnerlichst und ich wünsche dir ganz viel Glück und ganz viel Liebe. Tschüss! So, ihr Lieben, vom dritten Stapel, das ist jetzt das Tatwas-Tarot. Das fragen wir jetzt mal. Ja, was ist denn mit deiner Liebesgeschichte so auf sich hat, mit der Schwingung in deiner Liebesgeschichte? Und ich lege für die Verbindung, die Schwingung der Verbindung, für die Schwingung von deinem Gegenüber und die Schwingung von dir. Und du darfst jetzt bitte deine Liebesgeschichte reinbringen, ja. Und solltest bitte genau hineinspüren, ob das deine Schwingung dann auch ist, beziehungsweise die von deiner Liebesgeschichte. Und ja, ob du hier irgendwas auch rausnehmen kannst. Manchmal kann man ja auch nur ein bisschen rausnehmen und nicht alles. Und wenn du aber merkst, das ist es gar nicht, das ist gar nicht deins, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann nicht auf jeden zutreffen. So, was haben wir denn jetzt hier? Die Karten sind ein bisschen störrisch. Die wollen nicht so, wie ich will. Was will denn jetzt hier noch für eine Karte raus? Für den Stapel Nummer 3. Eigentlich wollte aber die raus. So, die legen wir mal noch weg. Vielleicht können wir die noch gebrauchen. So, wir gucken uns jetzt mal die Energie von deiner Liebesgeschichte an. Wir haben ja die 2 der Schwerter und die Königin der Schwerter. Oh, hier ist aber eine Schwingung, die nicht sehr auf Liebe schwingt. Also hier ist eine Schwingung, würde ich sagen, in der Liebesgeschichte, die sich synchronisieren möchte. Hier möchte sich was synchronisieren, weil da auch Liebe ist, hier mit dem Mond und hier auch mit dem Unendlichen. Also hier wird, ja, aber im Moment ist noch keine Synchronisation richtig möglich, weil hier eine sehr luftige Energie ist, eine sehr auf Verstand orientierte Energie. Also hier ist wenig Herz. Das Herz ist hier so ein bisschen eingegraben in die Königin der Schwerter.
Und ihr seid sehr weit voneinander entfernt, spürt euch aber. Ja? Also die Schwingung ist schon da. Also die Schwingung ist da. Sie ist noch nicht synchronisiert, sagen wir es mal so. Okay, dann haben wir jetzt dein Gegenüber. Wenn das jetzt hier nicht dein Gegenüber ist und du das Gefühl hast, das ist dein Gegenüber und das bist du, dann switch das bitte um für dich. Ich lese es jetzt so. Wir haben hier den Narren und die Königin der Münzen. Also dein Gegenüber schwingt auf einer Ebene, die sich vielleicht nicht binden will, oder auf einer Ebene, wie soll ich sagen, also er schwingt schon in Liebe zu dir und er ist irdisch in seinem Festen drin, aber er möchte was ganz Neues leben. Das ist so die Schwingung. Er schwingt sich auf was ganz Neues ein. Was vielleicht nicht so normal ist für diese Welt, ja? Genau. Mal gucken, was bei dir ist. Wir haben die drei der Münzen und den Tod. Ja. Ich glaube, ihr spürt euch sehr. Ihr spürt auch die Schwingung von dem anderen sehr. Aber hier sind noch irgendwelche Barrieren, dass das Ganze nicht synchronisiert werden kann. Die eine Barriere ist, dass du dich schwer tust, aus deiner alten Welt rauszugehen und vielleicht was Neues zu leben, was du noch nicht kennst. Er ist aber in einer Schwingung, er möchte was Neues leben. Basierend auf dem Alten. Also nicht ganz so loco, dass er jetzt, weiß ich nicht, total abhebt, aber er möchte was komplett Neues leben, dein Gegenüber. Du kannst, deine Schwingung ist so, dass du dich damit noch schwer tust und deswegen könnt ihr euch im Moment nicht synchronisieren. Und das kann sich jetzt tatsächlich auf jede Situation beziehen. Die Schwingung von deinem Gegenüber ist aber auch so, dass er sehr bodenständig ist. Also ich sag's mal so, wenn ich das jetzt auf das Irdische bringe, er hat Liebe für dich und er hat Bodenständigkeit. Du bist sehr bodenständig und sehr in der materiellen Welt. Und deswegen, es fühlt sich so an, als ob er hier schwingt und du hier und ihr schwingt so übereinander drüber oder untereinander drüber. Also hier ist auch keine Wertung, wer höher oder tiefer ist. Hier gibt es, wie gesagt, nur der Pool der gleichen Ebenen. Aber es gibt eben unterschiedliche Ebenen auf der gleichen Höhe sozusagen. Und er möchte in eine andere Ebene gehen. Und du kannst es aber noch nicht. Du tust dich damit schwer. Das ist jetzt so aufs Irdische gebracht. Und das ist auch sehr deutlich hier in eurer Verbindung zu sehen. Was haben wir hier noch? Die Königin der Stäbe. Und das ist die, die hier eigentlich raus will. Das will raus. Die Königin der Stäbe. Die Energie will raus. Die Feuerenergie aus dem Herzen. Hier geht es um die Energie aus dem Herzen. Auf das zu hören, was das Herz spricht. Und das machst du gerade nicht. Beziehungsweise derjenige, der hier liegt. Dieser Gegenüber, also der hier schon, ja. Okay, wir gucken jetzt mal die Tendenz, das Potenzial. Interessant ist ja, dass der Tod hier den Mond drin hat. Der Mond ist immer ein Indikator für die Liebe oder für das Gefühl. Und hier unten das Feuer. Aber hier außen ist noch alles. Also du weißt im Prinzip, ja, ich muss mich öffnen. Ich darf in eine neue Ebene gehen, in eine neue Schwingung, damit sich das hier synchronisieren kann. Das weißt du. Ja, du weißt es. Aber du kannst es im Moment noch nicht. So. Was hatte ich jetzt gerade? Das Potenzial bzw. die Tendenz, bitte. Vielleicht kommt dir das auch alles viel zu crazy vor, was dein Gegenüber so dir an Schwingung und Energie rüberschiebt. Aber es ist nicht crazy. Er will einfach nur alles freier leben. Eigentlich in der Ebene, ich sag's mal so, der neuen Welt, ja. In Anführungsstrichen. So, Potenzial.
Die 7 der Schwerter, die 3 der Schwerter und der, die Welt. Ja, also ihr könnt euch ihr könnt in eine Synchronisation schwingen, ja, würde ich fast sagen, hier mit der unendlichen 8. Aber es ist so ähnlich wie hier. Es gilt, das zu leben, was ihr innerlich fühlt. Und rauszugehen aus dem Selbstbetrug und dem, was euch einengt, was nicht mehr gültig ist. Bei dir ganz besonders, es ist nicht mehr gültig. Er hat es erkannt, das, was nicht mehr gültig ist. Aber du traust dich noch nicht, das zu leben, was nicht mehr gültig ist. Wenn ihr das nicht tut, dann könnte es zu einem, ja, dann, es ist wichtig, hier auch mit der 3 der Schwerter auf das Herz zu hören und sich nicht von Glaubensmustern und dem Verstand oder das, was du angelernt bekommen hast oder was die Norm ist, limitieren zu lassen. Wenn du das machst, dich limitierst, dann hat diese Liebesgeschichte keine Chance. Dann könnt ihr euch nicht, also dann kommt ihr nicht auf die gleiche Ebene. Dann vielleicht synchronisiert ihr euch, aber ihr kommt nicht auf die gleiche Ebene. Und wenn ihr euch synchronisiert und nicht auf der gleichen Ebene seid, hatte ich vorhin schon gesagt, dann wird es schmerzhaft. Deswegen ist die Synchronisation ganz wichtig. Und gerade hier bei dir oder wenn es dein Gegenüber ist, dein Gegenüber, dass derjenige, der hier liegt, in das Neue reingeht und sich traut. Ja, mit den 3 der Stäben. Vielleicht, wenn du das hier bist, ich habe das ja eigentlich für dich auch gelegt, spür die Basis, spür die Energie der Basis, die eure Verbindung hat. Und wenn du diese Basis spürst, wir haben ja auch das Feuer drin, das ist ja letztendlich die Basis. Ja, hier auch, das ist das gleiche Symbol hier. Dann kannst du dich auch öffnen, dann kannst du dich auch für das Neue öffnen. Ja, so, was legen wir hier noch? Ich finde, hier passen ganz gut. Ach, wo haben wir sie denn? Die spanischen El Oráculo de la Esperanza Karten. Mal gucken, ob wir hier noch einen Input kriegen. Kriegen wir hier noch einen Input? Wow. 5 Karten, 6 Karten, oh, das sind zu viele. Das sind mir zu viele. Wenn es 4 gewesen wären, ja, aber nicht 6. Also fangen wir nochmal an. Bitte nur 1, 2 oder 3 Karten. Liebes Oráculo de la Esperanza, das Orakel der Hoffnung heißt das. Das Orakel der Hoffnung. Es gibt noch Hoffnung, Babes. Jetzt haben wir doch nochmal 2. Ja, aber das geht. Okay, was haben wir hier? Die Feier. Das ist so ein bisschen wie die 3 der Kelche für mich. Hier ist, ja, geh in die Freude. Am besten ist, wenn du in die Freude gehst und diese Verbindung mal spürst, wenn du das hier bist und sie feierst und rausgehst aus dem Kopfkino und irdischen Mustern, die du so hast. Obwohl, das ist ja mehr hier hingefallen. Glaube ich. Was haben wir hier? Die Limitation. Ja, ihr limitiert euch, beziehungsweise du limitierst dich. Setumismus. Sei du selbst. Ganz wichtig, weil du limitierst dich. Also sei du selbst. Wenn du du selbst bist und dich selber hier spürst, dann kannst du diese Schwingung verändern. Dann kannst du deine Schwingung verändern und kannst auf eine neue Ebene gehen und dann triffst du dort auf deinen Gegenüber hier. Dann trefft ihr euch, Babes. In der gleichen Schwingung, dann könnt ihr euch synchronisieren. Und wir haben hier den Frieden. Und dann kann das Ganze auch friedlich und harmonisch gelebt werden, ja? Weil das ist eigentlich auch eine Friedenskarte, ja? Wenn sich das hier synchronisiert, wenn ihr euch beides synchronisiert, dann könnt ihr in Frieden die Verbindung leben. Aber es ist, wie gesagt, im Moment, diese Synchronisation ist, auch wenn sie vielleicht schon da ist, nicht auf der gleichen Ebene im Moment. Und das ist die Krux. Und wenn du das hier wirklich bist, also ich habe ja gesagt, du bist es, dann geh aus deiner Limitierung raus. Geh in die Freude, feiere diese Geschichte und spür die Basis dieser Geschichte. Und sei du selbst.
Versteck dich nicht. Er ist er selbst, dein Gegenüber. Der Loco ist immer er selbst. Er macht das, was er fühlt, ja. Ja, das ist das, was ich zu eurer Schwingung sagen kann, beziehungsweise zu der Schwingung von eurer, ich muss ja gar nicht alles drauf, von deiner Liebesgeschichte, ja. Und du darfst jetzt selber hineinspüren, ob du hiermit irgendwie konform gehst, ob du was rausnehmen kannst. Wenn du spürst, dass du diese Seite bist und er die andere Seite, dann dreh es halt um, ja. Dann lass ihm Zeit, demjenigen. Er muss aus seiner Limitierung raus. Oder lass ihm keine Zeit, wenn du dann denkst, ich meine, du kannst natürlich auch sagen, hey, ich will gar nicht auf die andere Ebene gehen. Kannst du natürlich auch sagen, wenn du das hier bist. Ich bleib da, wo ich bin, da fühle ich mich wohl, da will ich weiterspielen, dann spiel da weiter. Dann kann aber diese Geschichte nicht in die irdische Welt gewebt werden. Oder sagen wir so konstruktiv, dann wird es eher so eine sehr schmerzhafte Geschichte, beziehungsweise er ist dann weg. Er wird dann weg sein, dein Gegenüber, ne, wenn du nicht hier rausgehst. Und wenn du das jetzt hier bist, dann gib ihm demjenigen Zeit, wenn du magst, oder geh halt. Ne, das ist deine Entscheidung, was du zu tun hast, was du tun magst. Ich mische mich da nicht ein. Ja, also wenn das jetzt deine Legung ist, wenn du spürst, es ist deine Legung, freue ich mich natürlich. Wenn es nicht deine Legung ist, leg sie weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. Meine Webseite ist andreawirk.com. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. Und du darfst mich über eine von diesen dann anschreiben oder auch eine Sprachnachricht sprechen, aber nicht anrufen, bitte. Ja, ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Tschüss.